Und damit einen wunderschönen guten Tag zum großen Preis von Tondela. Zum zweiten hatten wir die Saison schon mal. Diesmal eine etwas andere Umführung der Strecke. Ja, 6. Ricciardo, 13. Ocon. Natürlich ist nach wie vor alles wie von der letzten Folge, sprich, diese Fire Fantasy Mod ist natürlich drauf. Ich habe natürlich das Spiel nicht zurückgesetzt, werde ich auch nicht mehr tun. Habe die 4-2020 Mod, mit der wir angefangen haben, natürlich nochmal drüber gebügelt. Aber dadurch haben wir halt so einige andere Sachen. Ich bin hier besser jetzt gewohnt als beim letzten Mal. Hier habe ich zumindest das und das auf Stufe 3 gekriegt. Die beiden Sachen leider nicht auf Stufe 3. War aber knapp davor. Muss aber auch sagen, dass die Strecke wieder kürzer ist und das hängt ja an den Rundenanzahlen der Strecke. Das hier haben wir auch hinbekommen mit Beinfahrern. Also, so prinzipiell sind wir erstmal besser bestückt, was das angeht. Wir haben hier auch jetzt mehr Reifensätze und so weiter, alles mit dabei. Ich habe gelernt vom letzten Mal. Und wir sind auf jeden Fall besser aufgestellt. Halt, stopp. Den Kram hier. Darf man ja nicht vergessen. So. Eine Runde geht nur ungefähr 1 Minute und 10 Sekunden. Oder 1 Minute 11 momentan. 1,10 Hamilton und die 1,9 wird noch fallen. Sind beide eigentlich gute Zeiten gefahren. Ich sehe aktuell irgendwie keinen Grund, sie nochmal rauszuschicken. Weil wir hier auch nur drei ausscheiden. Aber selbst zu Grosjean oder Russell jetzt. Ist es eine Sekunde? Also, ihr fahrt nicht mehr raus. Das hat sich erledigt. Wir bleiben so, wie es ist. Wir sparen Reifensätze, wofür weiß ich zwar noch nicht. Da brauchen wir es garantiert nicht. Aber haben ist besser als brauchen, sagt man ja immer so schön. Hamilton, ja, Glückwunsch. Vettel da vorne. Leclerc nicht so gut diesmal. Aber muss er ja auch nicht. Aktuell muss er ja nur durchkommen. Ja, ausgeschieden Grosjean, Magnussen und Giovinazzi. Quali-Segment 2. Düm. Los, raus mit dir. Mit der Reifen. Deck. Ja, jetzt kommen wir. Ja, schicken gleich. Raus mit dir. Automatik ein. Automatik ein und go. Regnen würde hier höchstwahrscheinlich auch nicht. Wo war Ricciardo? Das zuerst durch. Komm. Wir schicken dich instant nochmal raus. Wir haben die Reifen eh über. Sie sind halt da. Was soll's? Die Reifen sind da. Also raus mit euch, Leute. Schickt euch dann auch noch ein drittes Mal raus. Ocon ist sogar wichtig, weil der ist momentan nicht so weit vorne. Er hat ein bisschen was gefunden. Aber noch nicht genug. Im Moment können wir noch ein bisschen warten. Wir müssen dich noch nicht direkt rausschicken. Ocon auch noch nicht. Wir nutzen das wieder aus, bis die Strecke. Na gut, die hat maximale Bodenhaftung aktuell. Ricardo wird es schaffen. Ocon, dir fehlt halt eine halbe Sekunde. Die ist dann doch zu viel. Du wirst es dennoch probieren. Ich werde mit Ocon vielleicht dann sogar etwas anderes ausprobieren im Rennen, weil das hält halt 47 Runden. Ich sag mal 45. Und mal gucken, wie lang das Rennen ist. Eventuell werde ich versuchen, mit Ocon durchzufahren. Im mittleren Reifen ohne Boxenstopp.
Theoretisch nicht erlaubt. Ja, also reale Formel 1 würde das erste disqualifiziert, weil da ist Pflicht einmal zu wechseln. Du musst auch einen anderen Reifensatz nehmen, außer es regnet. Mit den Reifensätzen wissen wir ja schon mal, das ist schon mal egal. Also ich könnte jetzt hier im Rennen zweimal Soft fahren, das wäre Wurst. Und hat sich aber nochmal verbessert, aber er hat es nicht geschafft. Aber Platz 12, das ist okay. Platz 12 ist immer noch in Ordnung. Ricciardo ist im dritten Quali-Segment. Zum Qualifying. Number 3. Lalalalala. Okay, Ricciardo. Bumba, ja genau. Du hast ja noch Reifensätze jetzt hier über. Beheiz die alle. Auto ein und go. Wenn du bis dem auf Rang 5 gefahren mit den Soften, wäre es jetzt eigentlich schon ganz geil, wenn du mit den Super Soften gleich Rang 4 erreichst, weil ich eben nicht geguckt habe, wie hoch der Abstand war, Tatsache. Tatsache nicht geguckt, wie hoch der Abstand war zu den Rainbows ein bisschen. Ach. Stuhl? Okay. Er ist wieder Fünfter. Leclerc ist kriegbar. Ja, okay. Die da vorne. Was ist denn Hamilton? Hat der jetzt auf 1. Der fehlt da vorne. Vettel fehlt da vorne. Der ist noch hinter mir. Okay. Wir sind auf Augenhöhe der Ferraris. Ja gut, Mercedes ist wieder woanders und Verstappen fährt sowieso in der eigenen Liga. Deshalb immer 1,2 Sekunden schneller wie Albon. Ist schon krass. So. Go. Letzter Versuch. Ja. Beste Streckenbedingungen ever. Hat er nicht geschafft. Aber er ist vor Vettel geblieben. Platz 5. Knapp hinter Leclerc. Latifi. Latifi. Williams. Ja, ein bisschen unrealistisch ist auch diese Mod noch. Platz 5 und Platz 12. Oh, wie viele Runden haben wir hier eigentlich? Also auf jeden Fall Renntrim. Nehme ich die weichen Reifen? Also ich nehme bei Ricciardo die weichen Reifen. Ich nehme aber bei Ocon die mittleren. So, Ricciardo muss ja mit denen fahren und Ocon, da probieren wir jetzt einfach mal was aus, ne? So, theoretisch 45 Runden könntest du vielleicht schaffen. Es sind 66. 66 Jahre lang. So, wie lange fahren wir jetzt hier? Krass. Aber du nimmst trotzdem die mittleren Reifen. Das ist okay. Nimmst die dennoch. Ich werde Tatsache bei den Reifen hier gar nicht großartig was machen. Ja, doch ein ganz bisschen machen wir. Doch ein bisschen machen. Aber nicht lang, so wie das letzte Mal. Drei, vier Kurven vielleicht. Aber wir sind auf Ricciardo drauf. Oh, my friend. Wir gucken gerade irgendwie andersrum, kann das sein? Ja, egal. So. So, das reicht mir. Mehr nicht. Mehr nicht. Jo. Dann machen wir mal den hier.
Kann jetzt erstmal eh nichts machen. Werte überwachen. Die Reifen sind stabil. Bei beiden. Gucken wir mal. Sprit auf Mitte. Wird geringer, wir kommen ins Plus. Also das passt auch. Temperaturen, alles easy. Wetter sieht gut aus. Also. Platz 5 ist absolut realistisch. Vom Speed her ist Ocon 6. Habe ich noch gar nicht gescheckt. Ocon ist 6. Nicht schlecht. Oh, Unfall. Oh, Safety Car. Aber das Safety Car bringt mir aktuell nichts. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir würden jetzt Zeit sparen. Ja, aber wir können halt nur maximal 45 Runden mit den Reifen fahren. Und das sind noch knapp 60. Das Safety Car bringt uns leider gar nichts. Das Einzige, was wir machen, ist das hier. Wir werden Sprit sparen. Und wir werden nicht in die Box gehen. Ach, das ist 12-fache Geschwindigkeit. Oh, es sind einige in die Box gegangen. Das machen wir nicht, weil wir machen eh bloß einen Boxenstopp. Deshalb spielt das bei uns keine Rolle. Ich werde auch die Reifen nicht runtersetzen, einfach aus dem Grund, dass die nämlich dann auskühlen. Das will ich auch nicht. Wir haben keine Reifenprobleme. Das ist alles cool. Wir sparen halt Sprit. Safety Car kommt zurück. Genau, so. Das heißt, wir fahren jetzt motortechnisch, fahren wir auf. Ja. Achso, können wir hier mal zurückschalten, so auch zu unseren Fahrern. Ja, toll, wie die ja gerade alle überholt worden sind. Läuft, ihr beiden. Haben wir richtig schön versaut. Na gut, die haben halt aggressiv die Reifen gehabt, ne? So ein bisschen der Punkt dabei. Und ich habe immer noch aggressiv den Motor eingestellt. Ah! Jetzt gerade ein böser Verbremser. Der war nicht geil, Leute. Der Reifen gerade kaputt gemacht. Ja, regnen wird es nicht, wie es aussieht. Aber ich bin. Also, er geht auf Softreifen. Er geht vielleicht sogar auf Super Soft, da müssen wir mal gucken. Und er muss auf Medium halt gehen. 50 Runden. Das sind irgendwie volle Rennlängen, ne? Obwohl ich Sessionlänge mittel eingestellt habe. Oder er hat es jetzt auf volle Rennlängen gesetzt. Das kann auch sein. Das ist halt so etwas, wenn du den Spieleordner ersetzt. Ja, ja. Passiert sowas halt. So, Ricciardo. Ja, ich würde dich trotzdem noch gerne ein bisschen ziehen. Aber so langsam kommst du dann halt, ne? Noch 44 Runden. Ja, fahren wir noch. Letzte Reifen, Schmoli, Holi. Oh, du kannst noch eine Runde, fährst du noch? Genau, so die fährst du noch und jetzt kommst du rein. Jetzt ist okay, jetzt nimmst du die Medium-Reifen. Wie viel brauchst du? Ja, 25 pumpen wir dir rein und schon 8% mittlerweile. Muss ich die Boxencrew mal wieder wechseln, wie es aussieht? Wie viel schafft dann eigentlich der Reifen hier? Der Reifen schafft so vielleicht 15 Runden. Müssten wir noch 25 Runden auf diesem Reifen fahren? 15 Runden auf diesem Reifen ist vielleicht noch realistisch. Boah, diese Zeitlupengeschichten hier immer. Wo ist Ricciardo hingefallen? Er ist auf Platz 11. Er kämpft dort mit Albon. Und Norris, die halten ihn natürlich auf. Also bis Runde 50 wird der hier wahrscheinlich nicht mehr kommen.
Ja, bis Runde 40 kommt, das muss er. Das schafft er, glaube ich, auch. Okay, das heißt, er geht auch auf die Soften. Also Supersoft kommt hier auch nicht in Frage bei ihm. Aber so kann ich halt mit einem Boxenstopp durchfahren, ne? Das ist halt immer, wenn ich halt diese Supersoften, also die roten in dem Fall jetzt hier gerade benutze, hätte ich das nicht gekonnt, weil dann hätte ich mit denen starten müssen. Also es ist schon ganz gut, dass ich immer mit dem mittleren Reifen, in dem Fall jetzt gelb, dann halt auch die Quali fahre. Und Con war nah dran und easygoing geschafft hat es ja, Ricciardo auf den Reifen. Also es ist jetzt auch kein Problem, eigentlich in die Top 10 zu kommen. Ricciardo hat eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Geil. Wirft ihn mal mega weit zurück, dieser Mist. Toll macht Ricciardo. Strafen und so ein Kram ist hier auch mehr. Der Zustand wird auch... Strafen und Unfälle passiert hier auch mehr durch diese Mods. Das ist schon interessant. Naja, aber du musst halt... 25 Runden auf diesen Reifen, deshalb fährst du auf jeden Fall hier normal. Du fährst noch zwei Runden, du fährst noch eine. Ja, genau, so. Jetzt darfst du gerne kommen und nimmst die Soften. Den ist Ricciardo 25 Runden relativ easy gefahren. Ihr könnt mal Sprit, sehe ich gerade. Da können wir 6 Sekunden sogar, ne? Statt 5. Wir waren gute Jungs. Ich weiß gar nicht, ob der es noch schafft, in die Box überhaupt zu kommen. Kann ich nicht, oder? Ah, doch, er fährt noch. Durchfahrtsstrafe hat er auch noch bekommen. Das ist Traum. Wir gucken mal auf Ocon. Ocon hat Ricciardo gerade überrundet. So, ja, eine Durchfahrtsstrafe wird er jetzt auch noch absitzen. Ricciardo ist durch, hat sich erledigt mit Ricciardo. Also Ocon wird die Punkte hochhalten. Leider fällt Vettel auf der 2, Leclerc auf der 4. Also das heißt, was die Konstrukteur-WM angeht, keine Chance. Zum Glück haben wir einen großen Vorsprung vor Red Bull, weil auch Verstappen ist jetzt im zweiten Rennen in Folge vor uns. Das wäre sonst auch mit dem noch knapp geworden. Aber zum Glück ist Albon ziemlich schlecht. Der ist auf 18. Okay. Ja. Auf 15 Runden. Hier wird, glaube ich, nichts mehr passieren. Ocon ist ziemlich sicher auf dem 5. Platz. Nach hinten 20 Sekunden. Verstappen ist nicht weit vor ihm. Und jetzt ist Ricciardo ausgeschieden. Hat einen Crash gebaut. Okay. Ja, diese Mod ist interessant. Aktuell läuft es nicht so. Also es lief vorher besser. Ich weiß nicht, was hier raucht. Da ist schon wieder jemand ausgeschieden. Albon. Ricciardo Unfall. Perez ausgeschieden. Raikön Unfall. Ja, ist schon faszinierend. Hier gibt es halt Ausfälle. Hier gibt es technische Defekte. Hatten wir sonst eigentlich nicht so. Auch die Abnutzung ist. Ja, so ist okay. Aber. Auch höher auf jeden Fall. Es kommt mehr Würze auf jeden Fall rein. Und das gefällt mir halt Tatsache. Aber wie gesagt, ich möchte das halt nicht weiterspielen mit einer anderen Mod, die dafür gar nicht gedacht ist. Aber die Saison beenden wir. Sind jetzt noch 2 Rennen. Ocon kriegt jetzt nochmal 10 Punkte. Das ist auch okay.
Latifi auf Platz 6, Grosjean auf 7, 8 ist Sainz, Kiat und Bottas nur auf der 10. Aber schlecht, Bottas. Letzte Runde. Schauen wir mal. Denke mal eher nicht. Hat noch nicht mal persönliche Bestzeit. Ist weiß, er hat noch nicht mal persönliche Bestzeit. Doch, jetzt im letzten Sektor. Ja, Platz 5 ist prinzipiell für ein Renault-Team nicht schlecht. Also da kann man schon nicht meckern. Das ist schon okay. Hamilton siegt vor Vettel und Leclerc. Verstappen war aber Tatsache vielleicht sogar halbwegs kriegbar noch. Also mit dem fahren wir schon noch auf einer Ebene. Das heißt, wir haben eigentlich ein ganz gutes Auto. Weil Verstappen ist definitiv ein besserer Fahrer. Nein. Moment, das war jetzt. So schnell wollte ich nicht zurückklicken. Okay, so schnell zur Runde hat auch noch Hamilton. Okay, so. Durchfahrtsstrafe hatte er. Ja, da ohne Durchfahrtsstrafe. Bottas hatte 2 Strafen. So, wie immer das jetzt heißt. 2 Strafen auch für Gasly. Giovinazzi, 1 Durchfahrtsstrafe. Ja, Ricciardo hatte auch 2 Strafen. Ricciardo ohne Punkte. Ocon nochmal mit 10 Punkten. Ocon könnte. Hat Leclerc auf jeden Fall. Okay, hier ist noch interessant in den letzten beiden Rennen. Wer hier Fünfter wird, sage ich mal. Ricciardo ist. Dritter. Damit, wie gesagt, Weltmeister ist er auch fix mittlerweile. Und auch Vettel ist mittlerweile fix Platz 2, weil 50 Punkte sind nur noch zu holen. Oder 52, wenn man die schnellste Runde dazu nimmt. Das reicht halt nicht mehr. Und zufolge ist auch Ricciardo Platz 3 fix. Da ist alles fix. So, ich denke mal, Bottas wird Platz 4 auch halten können. 20 Punkte Vorsprung, das wird reichen. Aber zwischen Verstappen, Ocon und Leclerc. Wer ist 5., 6., 7.? Das wird dann interessant. Wir sind hier definitiv auf Rang 3. Naja. Ist okay. Ja, Fire Fantasy 20. Eine interessante Mod. Dadam, dadam. Die Millionen einsacken. Go. Go, Bremsen sind gebaut. Ah, das freut mich ja sehr. Ja, Teile verbessern können wir noch nicht. Theoretisch macht es, glaube ich, keinen Sinn, irgendwas anderes zu bauen. Weil wir hier runter halt einfach noch nicht kommen. Und da wir eh definitiv nicht weiterspielen. Macht das wirklich keinen Sinn? Die stellen wir noch ein. Da gucken wir mal ganz kurz. So, du bist ein 19er Reifenwechsler. Können wir für ihn bringen. Das ist okay. Noch ein 19er Reifenwechsler. Bringen wir für ihn. Oh, noch den 17er Reifenwechsler. Bringen wir für ihn. So, hier hinten, Wagenheber hinten, sollten wir vielleicht mal was machen. Wagenheber hinten haben wir ihn noch. Machen wir. Das ist okay. So, reparaturtechnisch, wir haben jetzt hier keine. Hier haben wir reparaturtechnisch. Gibt es da noch Leute? Da gibt es theoretisch die beiden noch. Wir nehmen die jetzt einfach mal beide. Das ist okay. Wenn Reparaturen vorkommen, ist das sowieso egal. Und dann könnt ihr euch nämlich erholen, weil er könnte nämlich zum Beispiel Wagenheber vorne noch machen. Reparaturen sind eh Wurst. So, eh langlos. Ich weiß jetzt nicht, was Neues entwickeln macht halt irgendwie keinen Sinn, ne? Ach ja. Nach der letzten Folge werde ich euch noch was zeigen. Und zwar, wie ihr dieses Konto hier oben nämlich nochmal auffrischen könnt. Durch einen kleinen Trick.
Ja, da gehe ich ein Sheet. Aber das ist. Das zeige ich euch ganz am Ende der letzten Folge. Wir haben Getriebe auf Episch. Neues entwickeln. Getriebe. Da können wir bis da runter. So, Beschleunigung, Zuverlässigkeit. Beschleunigung auf 25 Max. Beschleunigung plus 30. Beschleunigung plus 60. Und der Bereich wird aber auch höher. Beschleunigung plus 40, plus 25 Zuverlässigkeit. Das ist eigentlich ganz geil. Wir bauen halt einfach noch weiter. Wir bauen einfach weiter. Wir hören nicht auf. Macht man nicht. Man hört nicht auf. Man hört nie auf. Achso, Interview ablehnen. So, jetzt ist die Reparatur abgeschlossen. Jetzt gucken wir hier auf Teile verbessern bitte nochmal rein. So, da ist aktuell halt sowas hier drin. Das brauchen wir Tatsache nicht. Das ist ein Risikoteil. Düdüdüm. Düdüdüm. Können wir hier noch irgendwas rausnehmen? Ja, eigentlich können wir das hier rausnehmen. Das können wir komplett rausnehmen. Das brauchen wir nicht mehr. Okay, und dann können wir dann doch die Aufhängung hier unten wieder mit reinpacken. Wir machen 25, 20. Da machen wir so. Dann noch das mal anders. 5 Tage nach dem Rennen ist alles fertig. Komm, wir hauen mal alles auf Zuverlässigkeit. Wir haben sowieso dann bloß noch einen Teil, was dann gebaut wird. Dann ist das durch. Dann ist das durch. A2, 11 von 12 Rennen. Wir sind hier auf 1, der Daruvala auf 1. Lundgren, Aitken. Mick ist nur auf der 17. Okay. Okay, Hauptquartier und Mitarbeiter sind wir richtig gut. Boxenmannschaft sind wir gar nicht so verkehrt. Fahrer haben wir die drittbesten, obwohl das hier so krass aussieht. Haben wir ein gutes Fahrerteam. Der Ocon ist ja auch nicht schlecht. Er hat eine blöde Eigenschaft. So, Wagen, Teile verbessern. Sieh mal einer an, wie gut das aussieht. Jetzt gehen wir komplett hier rein. Teile einbauen. Das machen wir da auch noch schnell. Das Risikoteil bekommt er. Obwohl, bei ihm geht es noch um was. Machen wir es so rum. Bei Ricciardo geht es um nichts mehr. Ist egal. Das war ja hier auch das Bessere. Sonst noch irgendwo? Nee. Was eigentlich sonst? Ja, okay. Okay. Dann haben wir das auch getan. Und dann würde ich mal sagen, haben wir hier 663. Das war eben gerade eine super Verteilung. 663, Teilinstallation hatten wir. 663. Okay. Vorletzte Rennen in Rio de Janeiro. In Rio de Janeiro. Und zwar der gute Interlagos. Das ist auch Interlagos. Ja, am Streckenlayout ist das auch Interlagos. Also so fast zumindest. So ganz. Eigentlich ist Start- und Zielgerade, die ist das Center, ist es eigentlich hier nach unten lang. Den Bogen fährt man hier eigentlich nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, seht ihr das eigentlich? Das kann sein, dass er es gerade sieht. Hehe, weil die Kamera davor ist. Düdüm. Ich hoffe, es hat euch erstmal wieder gefallen. Wir sehen uns dann im vorletzten Rennen am Freitag wieder. Training ist trocken, Quali ist nass. Rennen ist gemischt. Könnte interessant werden. Bis dahin, haut rein. Tschüss.